liebe DMSG-Community. Mein Name ist Tamira, ich bin 27 Jahre alt und habe 2015 die Diagnose MS bekommen. 2015 war damals so ein Jahr, ich habe gerade die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, stand mitten im Examen 2015 und habe die Symptome dann doch so ein bisschen erstmal auf den Stress geschoben und dachte, ja, okay, vielleicht ein eingeklemmter Nerv oder so. weil ich hatte, wenn ich den Kopf runter gemacht habe, dieses Kribbeln im Rücken, vom Rücken bis in die Hacken runter. Und habe halt gedacht, ja gut, ich habe mir wahrscheinlich irgendwas eingeklemmt. Habe dann auch an den Fingerspitzen so, das war so wie verbrannt, als ob ich auf die Herdplatte gefasst hätte. Abends vom Fernseher auf dem rechten Auge so ein Schleier. Aber der ging auch nicht relativ schnell wieder weg. Dadurch, dass ich natürlich aber im Krankenhaus gearbeitet habe, beziehungsweise die Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, na gut, kurzer Dienstweg, gehe ich halt mal zum Neurologen und frag den mal, was es vielleicht sein könnte. Der hat mich dann ziemlich schnell, ziemlich wuschig gemacht, wahrscheinlich gar nicht mit Absicht, aber meinte halt, ja, dass ich sofort stationär aufgenommen werden sollte, dass man das halt alles mal überprüfen sollte und ob ich denn schon gegoogelt hätte. Ja, natürlich habe ich gegoogelt und habe auch mir tatsächlich schon im Vorfeld irgendwie gedacht, okay, passt halt irgendwie alles auf MS, aber wer weiß. Und habe auch eine Bekannte, die auch MS hat und habe sogar damals im Unterricht MS als Referat gehabt und habe das ziemlich sehr spezifisch ausgearbeitet. Bin ich natürlich ins Krankenhaus gegangen, habe mich einmal komplett auf den Kopf stellen lassen. Und da ist dann halt auch rausgekommen, dass ich den Verdacht auf MS habe. Für mich war das in dem Moment eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe halt eher so gedacht, okay, ich habe mir die Symptome tatsächlich nicht eingebildet und es ist tatsächlich nicht so, dass ich einfach nur mir irgendwas eingeklemmt habe, sondern es ist halt irgendwas komisch gewesen. Und ja, deswegen war das in dem Moment so ein bisschen für mich irgendwie schon eher eine Erleichterung. Weil es konnte natürlich auch keiner nachvollziehen. Ich habe meinen Freunden immer erzählt, ja, ich mache den Kopf runter und es kribbelt im Rücken bis in die Hacken. Das ist halt sowas, das kann natürlich keiner nachvollziehen. Und wenn ich das dann erzählt habe, dachte ich, okay, vielleicht spinne ich auch einfach nur. Für mein Umfeld war es tatsächlich sehr schwierig und alle anderen waren, glaube ich, schockierter als ich darüber und viel trauriger. Und habe ich mir dann natürlich erstmal einen Neurologen gesucht. War jetzt nicht so die beste Neurologin oder Neurologe, den ich hätte finden können. War jetzt auch nicht so ganz empathisch und selbst, obwohl ich halt Krankenschwester bin und es gelernt habe und tatsächlich 2015 das Examen mit Bravour bestanden habe, trotz Schub quasi erstmal 2 Jahre irgendwie die Krankheit tatsächlich so ein bisschen vor mich weggeschoben. Ich hatte nicht wirklich viele Symptome, mir ging es eigentlich soweit ganz gut und ja, für mich war die Diagnose dann ganz weit weg. Was in den 2 Jahren wahrscheinlich auch eigentlich gar nicht so verkehrt war. Es war so, hat sich so ganz gut angefühlt. Hab dann auch keine Therapie mehr gemacht, weil mir ging es ja gut und ich wollte mich damit auch einfach irgendwie nicht auseinandersetzen. Obwohl ich so optimistisch am Anfang war und gedacht habe, ja, ist doch jetzt okay, ne, dass ich die Diagnose bekommen habe. Hat aber nicht so lange angehalten und wie gesagt, Ende 2017, hatte ich dann einen Schub, der tatsächlich ziemlich in die Beine ging. Ich war gerade im Spätdienst auf der Arbeit und hat so ziemlich mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bin gelaufen wie im Storch im Salat. Meine Kollegin hat nur gesagt, Tamira, wie läufst du denn? Das ist doch nicht normal. Und ich habe mir gesagt, ja, ich weiß, irgendwas ist gerade komisch, aber ich ziehe den Spätdienst noch durch. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, ja, ich stehe morgens auf und danach wird es wieder gut. Danach ist das bestimmt wieder weg, das Gefühl. Nein, war es tatsächlich nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch eine gute Neurologin gefunden, die super empathisch ist, mir wirklich super zur Seite steht, die mich immer ernst nimmt. Also bin ich zu ihr und habe ihr das geschildert und seitdem an beginnt irgendwie der Kampf. Die Beine wurden nicht wirklich besser und ich war lange krankgeschrieben, insgesamt 1,5 Jahre. Das war dann halt schon ein ziemlicher Schlag irgendwie ins Gesicht, weil irgendwann meine Neurologin auch zu mir meint, okay, arbeiten als Krankenschwester ist nicht mehr. Und das war halt für mich so, ja okay, ich habe mir den Beruf natürlich ausgesucht, weil ich ihn gerne mache und weil ich gerne Menschen helfen möchte und was mache ich halt jetzt? Dazu werde ich aber vielleicht nochmal ein anderes Video aufnehmen, das springt sonst vielleicht ein bisschen in den Rahmen im ersten Video. Meine jetzigen Symptome sind eigentlich relativ gering und ja, momentan, wie gesagt, geht es mir eigentlich wirklich gut und ich denke aber, ihr werdet vielleicht noch öfter ein paar Videos von mir sehen. Ich habe dann noch so ein paar Themen, die ich tatsächlich gerne mit euch vielleicht noch teilen möchte. Ich habe Yoga angefangen, ich habe ein Studium angefangen, trotz MS. Ja, freue mich dabei sein zu dürfen.